So, jetzt bin ich mal gespannt. Wer ist das? Es ist Skylar. Nein, nein. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Ich muss da noch meine Parzelle putzen. Ich bin wichtig. Ich bin wertvoll. Ihr dürft mich nicht töten. Ich will dich auch nicht. Red dich mal ein bisschen klar. Niemand wird dich töten. Niemand wird dich töten. Weil ich schrubbe. Weil ich putze. Weil ich euch Geld bringen werde. Lösegeld. Eine Menge Lösegeld wird man für mich zahlen. Ich bin ein lebender Geldsack. Verstehst du? Ein Geldsack. Jeden Wunsch werde ich euch erfüllen. Ein fleißiger Diener werde ich sein. Wer genau bist du denn eigentlich? Verschwinde von hier. Der Anführer der Banditen ist tot. Das weiß ich nämlich noch nicht. Wer bist du überhaupt? Wer genau bist du? Ich erinnere mich an Sand. Viel Sand. Jetzt rinnt er durch meinen Schädel. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Oh. Wie hat man dich gefangen genommen? Mit einem Knüppel auf dem Kopf. Dann verrottender Stein. Käfer als Vorspeise. Würmer als Hauptspeise. Aber ich habe gehorcht. Mein Freund hat nicht gehorcht. Er ist vom Balkon gesprungen. Mit dem Schädel voran. Jetzt fressen ihn die Würmchen. Oh Gott, der ist total fertig. Verschwinde von hier. Der Anführer der Banditen ist tot. Ich hörte ein paar Knochen splittern. Vielleicht sagst du die Wahrheit. Hör zu. Such die Verliese der Ruine auf. Dorthin haben sie alles gebracht. Alles, was uns nicht mehr geblieben ist. Ich verziehe mich jetzt, wie du es mir befohlen hast. Sag ich doch. Ein Dungeon. Yeah. Oh, Ratten. Es tut mir leid, liebe Ratten. Auch liebe Rattenfreunde. Ratten müssen hier getötet werden, weil das sind Krankheitsüberträger. Ja, ich weiß, leben und leben lassen, ne? Aber ach, der ist das hier gewesen. Ach. Ach Gottchen. Der ist von da oben, da drauf, mit dem Kopf aufgeknallt und... Und dann war das wirklich der Anführer, okay. Warte mal, da lag noch was. Elixit! Wie viel hab ich denn eigentlich mittlerweile wieder? Ja! Ja! Fuck! Ja! Mann! Rüstung kaufen! Aber erstmal müssen wir das Verlies jetzt erkunden, weil ich glaube, hier gibt es keinen Schnellreisepunkt, richtig? Ja, kein Schnellreisepunkt. Verdammt. Ich hasse das. Ich hasse, dass das mit Backspace ist und nicht mit Escape. Ich bin so dermaßen auf dieses Escape, weil bei jedem Spiel geht das zurück mit Escape. Und das ist das einzige Spiel, wo es Backspace ist. Alte Münze? Was ist das? Wein. Wein. Ich saufe Wein. So gut wird er sein. Warte mal, hier war noch was. Um die Bedrohung abzuwenden, begruben die Weinsteins ihre Fehde. Die älteste Tochter des Barons wurde einem der Söhne des Grafen von den Sturmhöhen versprochen. Dieses Bündnis diente dazu, Falkmar in seine Schranken zu weisen. Trotzdem herrschten lange Verwüstung und Krieg, bis endlich Frieden geschlossen wurde. Okay, das war Tondial 6. Tondial. Ist hier noch irgendwie was? Überlebenswahrscheinlichkeit im kritischen Bereich. Wenn der das immer noch sagt, dann ist hier definitiv irgendwie noch was tief unten in den Katakomben.
das. Kelch, goldener Kelch und. Was ist das? Dr. Seltsam. Alter, geil. Ist das jetzt wirklich das, was ich denke, dass es ist? Alter, wirklich jetzt? Jetzt gucken wir uns das Ding erstmal an. Dr. Seltsam. Eine schwere Waffe. Schaden. Sprenggranaten. Ich brauche dafür 65, 75. Nein! Nein! Aber geil, Dr. Seltsam. Ein Granat. Also. Eine schwere Waffe. Verschießt Splitterraketen. Sprenggranaten. Eine Sprengrakete. Plasmarakete. Ein Raketenwerfer ist das. Ein Raketenwerfer. Geil. Das ist das, was ich mir die ganze Zeit schon gewünscht habe. Yay! Eine schwere Waffe, Raketenwerfer. Juhu! Yay! Wuhu! Damit kann ich definitiv Bergtrolle und sowas in ordentlichen Schlag versetzen. Wenn ich das Ding benutzen darf. Kann. Das ist echt cool. Leider zeigen kann ich ihn euch nicht, ich kann ihn ausrüsten. Sowas findet man mal hier in dem Banditenlager. Finde ich mal gut. Haben wir das Banditenlager ausgeräuchert. Hat was. Wenn es ein bisschen beschwerlich war. Es war sehr beschwerlich. So, ich wollte jetzt zurückreisen und meine neue Rüstung empfangen. Das ist ja geil. Hey, so viele schicke neue Sachen nach so und so, nach gefühlten 100 Folgen. Das ist schon was Geiles. Level Up habe ich noch nie, ne? Nee. Schade. Aber kurz davor. Noch mal, ungefähr ein Viertel. Werker? Hallo! Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Cool. So, Lederhelm, Jagerhelm, Sonnenbrille, Hightech. Das ist die ich ja verkauft habe. Kriegerrüstung. Natürlich wollen wir die Kriegerrüstung. Handel, akzeptieren. Nein! Nicht zurücksetzen. Oh, zum Glück, mein Geld ist noch da. Klammern 1 von 1. Habe ich da nur eine? Habe ich da eine? Das wäre jetzt ein bisschen. Technik spooky. Wird hier nicht gerne gesehen. Maximale Ausdauer. Ringe kann ich auch verkaufen. Ne, ich habe nur eine Setzrüstung. Gut. Hallo. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Das wäre so komisch gewesen. Ich kaufe dir schon eine Rüstung ab, wenn du willst. So, eine Kriegerrüstung. Handel akzeptieren. Tja, bam, 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 bam. Geil. Haben wir eine Kriegerrüstung. Einwandfrei. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Ja, die Setzerrüstung kannst du von mir aus haben. Brauche ich jetzt nicht mehr. Setzerrüstung. Und die ganzen Ringe. 2, 3. So. Rostige Axt,
Dr. Will, das bleibt. Das kommt gleich bei mir in die Truhe, das beides. So, da haben wir jetzt auch ein bisschen Geld wiederbekommen. Ja, jetzt bin ich mal richtig, richtig begeistert. Jetzt haben wir endlich unsere Rüstung. Yay! 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 Dreimal verbeult in die Luft gesprungen. Technik! Ich glaube, ich muss immer noch Stufe 25 werden, richtig? Um Erzberserker zu werden. Guck mal! Ich will über meine Beförderung sprechen. Sag ich doch Stufe 25, Alter. Ach. Fuck, fuck, zurück. Stufe 25. Ist das traurig eigentlich? Das ist echt traurig. Aber ich bin erstmal fröhlich drüber, dass wir endlich eine schöne Rüstung haben. So, Fertigkeiten. Dann gucken wir es mal nach. Weil da war nämlich auch irgendwas bei den Fertigkeiten. War das bei Persönlichkeit? Bischofen, Falscher, Kampftheorie, Gruppe. Okay. Jetzt war nicht hier. Handwerker war so. Hier war das. Ich bin immer noch hin und her gerissen, was ich als nächstes dann ausbauen soll. Ja, Ausdauer wäre sehr wichtig. Und ein bisschen mehr Leben ist so oder so nie zum Nachteil. Angriffsstärke. Stärke 70, Konstitution. Leben, sagen wir, reden wir immer von Leben. Leben 50. Okay. Na, Fernkampfwaffen, das ist sowieso nie so meine Sache. Mein Wille kommen. Hat auch immer. Ich bin jetzt der Meinung, wir sollten wohin gehen, wo gehen wir denn jetzt am besten hin? Eigentlich bin ich Meinung mal dahin, zum Fort. So, wer ist das da? Hallo, Fremder. Hallo. Wenn du etwas kaufen oder verkaufen willst, bevor du weiterziehst, bin ich genau dein Mann. Entschuldigung. Na, was hast du anzubieten? Was hast du anzubieten? Alles, was dein Herz begehrt. Okay. Schrottschild. Schaden 19? Zahnaxt. Okay, gehen wir erstmal so. Handgranaten. Definitiv immer Handgranaten. Okay. Interessant, was er zu verkaufen hat, aber für mich nicht so jetzt Überlebenswichtiges dabei. Ich bin der Meinung, wir sollten mal da drüber gehen, zu dieser Satellitenstation. Ich weiß nicht, ob ich dort schon mal war. Was ist denn das? Was ist denn das da hinten? Hab ich auch noch nie so gesehen.
Wüstenschlüssel? Wüstenteufel tot. Okay, ein Haufenweise. Also mindestens eine Mine wieder hier rumliegend. Kleiner Heiltrank, das ist immer gut. Ich muss mal wieder Fleisch kochen und sowas, habe ich das Gefühl. So, das Ding wollte ich mal angucken. Was ist das? Ist das eine Attrappe irgendwie was? Irgendwie ist das eine Attrappe. Das ist ein Lockvogel irgendwie sowas oder keine Ahnung. Ah, hier stehen überall solche Dinger rum. Und vor allem, die sind auch vermint immer. Ich habe das Gefühl, ich muss die irgendwie abreißen und so. Aua. Cronny, hast du die ausgelöst oder war ich das? Empfehle Vorsicht. Unübersichtliches und brüchiges Gelände. Alter! Und dann nach vorne diesen Fossilbau macht, keine Ahnung. Soll er sich irgendwann mal umbringen? Irgendwie habe ich das Gefühl, das hier hat gar nichts zu bedeuten, großartig, aber doch noch, dennoch hat das was zu bedeuten. Es muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Herrn Gesangsverein. Kann sein, dass der Pilz so vermint ist und dabei hat es gar nicht so gewollt. Hm. Seltsam, seltsam. Ein Schakal oder was das auch immer ist. Schön ab in die Felsspalte zurück mit dir. Da, wo du hingehörst. Hm. Cool, jetzt bin ich hier oben und das bringt mich gar nicht weiter. Eine Stadt neben der Stadt. Ich gehe mal nochmal hier in die Stadt rein, mal sehen, ob die noch irgendwie Quests für mich haben. Lucy? Alter, was ist denn hier passiert? Eieiei, also da haben die ja ganz schön was abgewehrt. Hallo Lucy! Bist du unsere Verstärkung? Nein. Nein. Du siehst auch nicht so aus, hätte ich mir eigentlich denken können.
Aber ich darf ja wohl noch hoffen, oder? Du darfst hoffen, dass ich nicht über dich herfalle. Werdet ihr hier häufig angegriffen? Wonach sieht es denn aus? Und du bist hier die Wache. Ich bin einfach niemand, der es sehr lange am Herd aushält. Wenn du darauf anspielen wolltest, dass ich eine Frau bin. Oh, das wäre mir niemals in den Sinn gekommen. Nein, ich wollte nur wissen, ob du das hier freiwillig machst. Ach so. Im Gegensatz zu den meisten hier mache ich das tatsächlich freiwillig. Als ich noch ein kleines Mädchen war, habe ich beobachtet, wie mein Vater eine Horde Straßendiebe mit seiner Knarre weggepustet hat. Seitdem wollte ich immer werden wie er. Die Schwachen und Dummen beschützen. Oder wie geht der Spruch nochmal? Na, ist auch egal. Auf jeden Fall gefällt mir, was ich tue. Wäre sie jetzt nie blond, hätte ich jetzt gesagt. Oh, da sieht man es wieder. Blond. Oh Gott. Aber nein. Man kann das auch nicht so sehen, dass sie jetzt so blond ist. Also das ist jetzt wirklich ganz, ganz wieder stark an diesem ganzen Frauenscheiß da geknüpft. Eine blonde Frau und dann haut sie was raus und kriegt es nie richtig gebacken. Oh wei, oh wei, oh wei. Das ist jetzt gemein von den Entwicklern. Ein bisschen gemein. Ein bisschen sarkastisch. Hallo. Sieh einer an. Ein Berserker. Du hast ja Eier, hier einfach so herumzulaufen. Wenn du nicht aufpasst, endest du ganz schnell als Monsterfutter. Cool. Du hast Glück, dass wir die Viecher hier so schnell erledigen konnten. Mal sehen, ob wir das nächste Mal immer noch so glimpflich davonkommen. Wer bist du da eigentlich überhaupt? Wer bist du? Mein Name ist Bullet. Mehr braucht dich nicht zu kümmern. Aha. Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Wir sind dafür zuständig, die Biester vom Vor fernzuhalten. So, dass alle dort drinnen in Ruhe schlafen können. Du redest wohl nicht viel. Nein. Hier draußen musst du immer wachsam bleiben. Der Konverter ist hier ganz in der Nähe. Und die Monsterangriffe hören auch nicht auf. Reden lenkt ab. Und wer abgelenkt ist, stirbt. Und du? Du willst ins Vor? Ich sag mal ja. Ja. Geh zu William und sag ihm, dass wir hier Verstärkung brauchen. Er befindet sich meistens an der Brücke unten Richtung Schrottviertel. Ich weiß nicht, wie lange wir das hier noch ohne Verstärkung aushalten. Sorg dafür, dass er so viele Männer schickt wie möglich. Ich habe keine Lust, von diesen Biestern gefressen zu werden. Was sind das für Biester, die hier angreifen? Ich habe keine Ahnung. Aber hast du die Maschinenteile in ihren Körpern gesehen? Was? Normale Tiere sind das nicht, so viel ich weiß. Und sie sind mir alle mal lieber, als wenn Alps das Lager angreifen würden. Okay. Jetzt muss ich mir mal die Viecher mal genauer angucken. Metallteile drin. Ist ja widerlich. Wer spielt hier wieder Gott? Ich. Wer sagt das? Aber jetzt muss ich wieder aufpassen, dass ich nicht einfach wieder rumhuste hier. So. Warte mal. So, mein Freund. Es ist wieder Zahltag. Was? Da du das letzte Mal artig bezahlt hast, sind es ab jetzt nur noch 100 Splitter. Na, was hältst du davon? Vergiss es, ich bezahle nicht. Überleg's dir gut, Freundchen. Du willst mich nicht zu deinem Feind. Du solltest dich lieber nicht mit mir anlegen. Ach ja, und warum sollte ich das tun? Natürlich gefällt mir das letzte am besten. Aber damit reizen wir den ja nur. Ich habe einmal einen Unhold mit bloßen Händen erwürgt. Wow, wow, wow. Immer mit der Ruhe, Cowboy.
Ich will hier kein Blut vergießen, okay? Hätte ich gewusst, dass es dir so ernst ist. Wie auch immer, ich bin auf deine Splitter nicht angewiesen. Lass uns Frieden schließen, okay? Wir sehen uns. Ja, Frieden schließen fürs Erste. Und dann kommt er mit einer ganzen Machala-Horde an und dann haut er mir auf die Schnauze oder was? Dieses falsche Ge- mein Panzer? Also, Leute, jetzt muss ich aufpassen. Jetzt geht gerade bei mir der Quatschsaft, der Quasselsaft aus. Wenn ihr mir doof kommt, komme ich mit meinem Panzer vorbei. Das wollte ich eigentlich sagen. Da. Ja? Ey, was ist denn hier los? Der Tor ist ja zu. Ach so. Ah, okay, Staubschutz ist vorne drauf. So, hallo. Das darf ich ja mitnehmen. Steht ja nicht da, dass ich es nicht nehmen darf. Kleiner Mana-Trank. Ich will keinen Mana-Trank, ich will Heiltränke. Und ich will halt eine Runde pennen. Hinsetzen. Was ist das? Brief über Baxter. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Das ist jetzt auf einmal so hell hier. Ich glaube, ich sollte doch wieder im Dunkeln. Ja, na ja, gut. Zahmer Schakal, okay. Ja, wir haben unsere Zeit schon wieder erreicht. Die Verstärkung werden wir beim nächsten Mal einfordern oder anfordern. Ja, und ich werde mal gucken, ob ich irgendwie was an der Gamma-Schraube stellen kann, damit es ein bisschen, also ein bisschen dunkler ist und nicht mehr ganz so grell und so. Naja, man sieht sich. Habt schöne Tage. Bis zum nächsten Mal.